was wir hier haben, das Spielzeug, es ist eine doch schon recht professionelle Wetterstation. Ich hatte im Sommer ja schon mal eine mitgebracht, die ich vorgestellt habe, die auch wirklich Anklang gefunden hat. Nur jetzt habe ich eine mitgebracht aus einem ganz bestimmten Grund. Ich ärgere mich immer wieder. Es gibt so viele dieser sogenannten Wetterstationen bei diesen vier Buchstabenläden oder wo auch immer für wenig Geld. Aber die meisten können, wenn man sie im vier Buchstabenladen kauft, zwar drei Sensoren, die man per Funk anmelden kann, aber es ist nur einer dabei und nachkaufen kann man sie in den Läden sowieso nicht. Da sind die einfach nicht in der Lage dazu. Die wollen nur schnell Cash machen, aber keinen Kundendienst. Aber man kann sie aber anders kaufen, in irgendwelchen Versandhandel oder sowas. Und nur da gibt es in der Regel auch nur diese Geräte mit bis zu drei Sensoren. Ich habe auch schon welche mit vier gefunden und ein einziges auf dem Markt mit acht. Die habe ich auch angeschrieben, aber ich habe noch nicht mal eine Antwort bekommen. Die sitzen so auf dem hohen Ross. Das ist also eine Firma, die sehr viele macht. Ich habe bei ELV angefragt, habe gesagt, Kinder, auch ihr habt so etwas. Allerdings von der Konzeption her anders, viel schöner. Also für mich viel schöner. Warum? Guck mal. So sieht das Teil aus. Dieses IPWE1. Und das ist ein Plexiglas-Schachtel. Da oben ist ein Netzwerkanschluss dran, RS45-Stecker und ein Netzteil, 6 bis 9 Volt. Und hier kann man mal so reingucken. Da guckt man in die Elektronik und eventuell auch da kann man die Platine erkennen, reflektiert ein bisschen. Das gibt es als Fertiggerät oder als Bausatz. So, und ich habe gedacht, Mensch, das muss ich mir mal ansehen. Hier kann man 8 Sensoren anschließen, plus diese Außenstation. Gut, die ist also sehr massiv aufgebaut. Sie hat ein Thermometer eingebaut hier innen drin. Hier oben habe ich ja eben schon gespielt an dem Anemometer, weil wir hier im Studio so wenig Wind haben heute. Das Schiebedach ist zu. Und hier ist ein Napf, da ist eine Wippe drin. Da wird der Regen gemessen, der fällt. Also wenn es regnet, wird die Wippe vollgemacht. Auf der einen Seite kippt um, entleert sich und so. Das wird gezählt. Hier drin ist auch, ich kann es ja mal aufmachen, das rappelt ein bisschen, aber was soll's, ich krieg's auch dann so einfach nicht wieder zu. Wenn wir uns das jetzt mal ansehen. So sieht das aus. Da die Wippe ist unten drin. Ich hatte sie schon mal auseinandergenommen. Also, okay. Da drin ist jetzt eine Elektronik. Da drin ist ein Sender. Und der Sender, der hat eine Reichweite, na, um ein paar Ecken 100 Meter. Ich habe es mal so versucht rauszukriegen. Auf Sicht wesentlich mehr als 100 Meter, wesentlich mehr. Und der sendet seine Daten hierher. So, das ist jetzt quasi mein Sender, der außerhalb der Zählweise ist. Und jetzt kann ich noch 8 andere Sender anschließen. Und die Software, die mitgeliefert wird, naja, die ist ein bisschen einfach gestrickt, um es mal so zu sagen. Aber es ist ja auch dafür gedacht, dass wir selbst etwas machen können, dass wir selbst etwas programmieren können. Die Grundlagen sind da und wenn wir uns das hier auf dem Bildschirm mal anschauen, muss ich mal gucken, sehen wir es da? Ja, ich touch mal hier drauf. Hier oben, da haben wir den Sensor, der hat die Adresse 0, das geht dann weiter bis zur Adresse 7 und hier unten steht Kombi, das ist dann dieses Anemometer und da sehe ich auch Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, 0,8 habe ich geschafft. Also ich bin sportlich schon echt gut drauf, was ich da oben gedreht habe. Und hier 0,0 mm Niederschlagsmenge. Es hat hier im Studio leider nicht geregnet. So, und diese Sensoren werden einfach angemeldet. Und ich kann diese Daten dann über die Schnittstelle, die beschrieben ist, auch speichern. Es gibt da so ein paar knifflige Sachen und Ecken dabei. Es ist also nichts für den Opa, der jetzt zu Hause irgendetwas machen oder überwachen will und keine Lust hat, was selbst zu machen, sondern das ist echt für die Leute, die Ahnung haben von Hardware und Software, nicht riesig, aber so viel, dass sie sagen können, ich schreibe mir da ein Programmchen und die Daten, die dieser Empfänger hier empfängt und per Kabel in mein Netzwerk zu Hause reinbringt, die bekomme ich und schreibe sie in die Datenbank und werte sie dann irgendwie und irgendwie anders aus. Sensoren
Kommen wir mal dazu. Es gibt also eine ganze Menge verschiedene Sensoren. Erstmal hier so ein absolutes wasserdichtes Teil. Das ist der S300IA. So sieht er aus. Kostet auch knapp 40 Euro. Das sind immer so Groschen oder ein Fünfer weniger. Und der hat auch hier noch seinen Fühler dran. Einen Außensensor, den kann man also irgendwo dann hinmachen. Kann man zum Beispiel in den Gartenteich tun, um im Winter dann zu Hause zu gucken, ob die Fische frieren oder so, während man vom Ofen sitzt. Irgendwas in dieser Art. Also sehr stabil, dicht, gutes Teil. Dann haben wir hier so einen Standardsensor. Der hat hier eine Schutzkappe oben drauf. Der misst Temperatur und Luftfeuchtigkeit und gibt die dann auch wieder per Funk an diesen IPW1 wieder. Dieser Sensor heißt ASH2200. Er kostet knapp 30 Euro. Befestigungsmaterial, sowas, das wird hier hinten dann abgemacht, an die Wand geschraubt. Deckel drauf, so, und dann kann es regnen, wie es will, passiert nichts mehr, als Außensensor. Und dann haben wir hier einen einfachen für knapp 15 Euro, den kann man dann hinstellen oder auch an die Wand montieren. Der macht auch das Übertragen der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit zu der, ich sag mal, Basisstation. So, was kann man jetzt damit machen? Also, natürlich kann ich meine Räume überwachen, ich kann im Keller gucken, ist es kalt, ich kann gucken, ist es feucht, das ist ja fast noch wichtiger, dass ich auch die Luftfeuchtigkeit überwache, denn sonst gibt es irgendwann Schimmelbildung, wenn ich so in die Nähe des Taupunktes komme, und das sollte möglichst frühzeitig erkannt werden, dann ist das natürlich ideal. Ich kann zu Hause bei mir in meinem Netzwerk, und wenn ich ja hier per Kabel da dran bin, ich gehe damit zum Beispiel an meine Fritzbox und dann über WLAN mit jedem Rechner kann ich gucken, welche Temperatur habe ich wo. Was habe ich im Garten, was habe ich vor dem Haus, was habe ich hinterm Haus. Was habe ich in der Garage. Im Auto geht natürlich auch, wenn ich das Auto draußen stehen habe, einfach den Sensor ins Auto reingeklebt mit Klettverschluss, Klettband oder sowas. So, und da sieht man natürlich von drinnen, wie kalt es draußen ist. Da überlege ich mir, fahre ich jetzt zur Arbeit oder nee, nicht wirklich. Also, ein System, ein komplettes System, wo das hier für die Regenmenge, für die Windgeschwindigkeit und für die Außentemperatur gedacht ist. Als erster Sensor plus 8 weitere Sensoren der freien Wahl, die werden kodiert auf die entsprechende Adresse, sind Schalter drin oder sowas. Jo, und das war's eigentlich. Also das ganze System insgesamt gut durchdacht und sehr gut zu gebrauchen. Das Schöne, wie gesagt, dass ich im Netzwerk meine Daten zur Verfügung habe und meine Sensoren in einem sehr großen Abstand um diese Station herum aufbauen kann. Denn 100 Meter selbst so durch ein paar Mauern oder so ist ja doch eine feine Sache. Ich muss sagen, das hat mir gefallen, hat mir wirklich gut gefallen.